massive Kritik des Ethikrates an den Corona-Maßnahmen. Ich stelle dir die Kritik kurz dar und sage dir aber auch noch mal, welche Kritik ich wiederum am Ethikrat habe. Ja, aber vielleicht mal der Reihe nach. Zunächst einmal, was hat der, also bei Spiegel Online heißt es, Ethikrat rechnet mit Pandemiebekämpfung in Deutschland ab. Es werden dann viele Fehler hier aufgeführt, die der Ethikrat bemängelt, also die unzureichende Vorbereitung der Gesundheitsämter und der Schulen, der schlechte Schutz der vulnerablen Gruppen, zum Beispiel der Pflegebedürftigen. Das würde ich alles unterschreiben, das haben wir alles gesehen, ja. Aber auch die mangelnde Rücksichtnahme auf junge Menschen, die in der Ausbildung und im Sozialleben hier sehr, sehr stark beeinträchtigt wurden durch die Maßnahmen, die Folgen der Maßnahmen, insbesondere im Bildungsbereich, nicht ausreichend berücksichtigt und aber auch die Aufarbeitung nicht ausreichend gemacht. Da erreichen uns ja jetzt sogar Nachrichten immer wieder hier, dass Studien abgebrochen werden, nicht mehr finanziert werden. Also, wo man immer wieder den Eindruck hat, man will es gar nicht so ganz genau wissen. Das alles wird vom Ethikrat kritisiert. Es gibt dann Empfehlungen für Stellungnahmen, Güterabwägung zwischen Gesundheitsschutz und Freiheit. Die Maßnahmen müssen demokratisch legitimiert, ethisch gut begründet und gesellschaftlich akzeptabel sein. Persönlich muss ich sagen, zu mir würde es schon sehr stark reichen, wenn sie demokratisch und vor allen Dingen rechtsstaatlich legitimiert sind. Ob sie gesellschaftlich akzeptabel sind, das ist nicht unbedingt erforderlich. Wenn ich aber ich muss aber ganz streng an der Rechtsstaatsschiene festhalten. Das fehlt halt. Das fehlt halt bei vielen Diskussionen. Und dazu, das haben wir ja in verschiedenen Videos in der letzten Zeit herausgearbeitet, brauche ich vor allem Fakten, Fakten, Fakten und die gibt es nicht. Die wird man, nimmt man auch weder zur Kenntnis noch versucht man sie zu bekommen. Also das betrifft bei der Impfpflicht, bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auch die Risiken einer Impfung. Das betrifft die Situation der Zulassung der Impfstoffe, das betrifft die Situation der Ausnahmen. Versuch mal, eine Ausnahme von der Impfpflicht zu bekommen, versuch mal, einen Attest vom Arzt zu bekommen. Es gibt keinen Arzt, der sich traut, den Attest auszustellen. Es betrifft die Strafverfolgungsbehörden, die mit absoluter unverhältnismäßiger Gnadenlosigkeit gegen Impfpassfälschungsdelikte vorgehen. Ich bin jetzt nicht mehr im Bereich der Stellungnahme des Ethikrates, sondern schon darüber hinaus bei dem, was ich bemängle. Und da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, das sind alles Dinge, die der Ethikrat hier bemängelt, die wir seit 2 Jahren, die ich hier predige in fast jedem Video, immer wieder, wenn es um Corona geht, immer wieder das Gleiche. Mir ist schon müde. Ich habe auch irgendwann aufgehört, diese Videos zu machen. Das haben ein paar von euch auch kritisiert. Ich habe aber gesagt, ich kann auch nicht, ich will ja nicht Wiederholung. Ich bin ja keine Wiederholungsmaschine. Kann man sich die alten Videos angucken. Der Zustand ist immer noch derselbe. Keine Kohortenstudien, keine Sozialstudien, keine Gesamtbetrachtung der Folgen. Und dieses Chaos, das daraus entsteht, also sieht man dann am allerbesten, wenn man jetzt im Bundestag guckt und jetzt diese Geschichte mit der allgemeinen Impfpflicht, die alle Anträge abgelehnt. Also dümmer geht es ja nicht mehr. Ja, und zwar so deutlich, also in einer wirklich nun sehr breiten Koalition, also ich sage ja immer, das ist ja jetzt eigentlich die große Koalition. Wir haben jetzt drei sehr unterschiedliche Fraktionen da drin, von der SPD bis zur FDP, ist ein weitaus größerer Unterschied als in den letzten Jahren von der CDU zur SPD, das Spektrum. Wie dem auch sei. Also das Ganze kritisiert der Ethikrat. Was ich mir gewünscht hätte, wäre ein viel früheres und viel vehementeres Auftreten des Ethikrates zu diesen Fragen. Ja, die haben sich immer mal zu Wort gemeldet, aber sie finden sehr viel Gehör. Und gemessen an dem Gehör war das für mich persönlich, für meine Wahrnehmung zu zurückhaltend. Ja, also ich würde mir einfach wünschen, dass der Ethikrat hier mutiger und frühzeitiger die Probleme benennt. Und Sie schreiben ja selber, ja, auf die gesellschaftliche Stimmungslage quasi soll die Politik Rücksicht nehmen. Nee, wenn es eine harte Gefahr ist, wenn die Menschen hier, wenn wir so eine Bergamo-Situation haben, wenn wir eine unbekannte Gefahr haben, da hat die Politik einen Entscheidungsspielraum. Den kann sie dann nutzen.
Ja, das kann sie machen und da kann sie krasse Maßnahmen fangen. Da muss sie überhaupt nicht darauf Rücksicht nehmen, ob irgendeinem von uns das gefällt. Ja, aber was sie nicht kann, ist, die Augen zumachen, zu sagen, ich erforsche die Gefahren nicht und nach 2, 3 Jahren führe ich jetzt hier eine Impfpflicht ein, zum Beispiel, ja, gegen ein Virus, den ich überhaupt in einer Mutation in einem halben Jahr gar nicht kenne, wann die dann gelten soll im Oktober, mit einem Impfstoff, den ich nach wie vor in einer Notzulassung oder in einer Grenzzulassung oder wie auch immer habe, jedenfalls nicht sauber zugelassen habe, mit Unkenntnis über die Nebenwirkungen, die ich nicht erforsche, und auf ansonsten rechtsstaatlich extrem kippligen Beinen. Krasser Grundrechtseingriff versus momentan jedenfalls aktuell keine extreme Gefahrenlage, die das rechtfertigen kann. Ja, das alles also, da wünschen wir uns die Voraussetzung. Und wenn der Ethikrat ethische Probleme hat, also das ganze Thema Kinder und Schule, das haben wir hier so oft diskutiert, ja, dann wünsche ich persönlich mir, das ist der absolute Zuständigkeitsbereich des Ethikrates, auch das damals das einsame Sterben der Menschen, die von ihren Angehörigen nicht mehr erreicht werden können. Da kann man nur noch, der Krieg jetzt, der führt ja dazu, dass man jetzt auch wieder abgehärteter wird und da gibt es noch schlimmeres Leid. Ja, aber wenn trotzdem, da kommen eben wirklich die Tränen, wenn man daran denkt, wie viele alte und kranke Menschen einsam in den Krankenhäusern gestorben sind, wie wenig sich die Politik darum geschert hat, dass viele Menschen mangels Operation, weil sie sich aufgrund der Panik nicht getraut haben, zum Arzt zu gehen. Wie viele Schäden dadurch entstanden sind, wir wissen es überhaupt nicht. Man kann nur in seinem eigenen Umfeld gucken, wie viele Krebstote hätten, wenn es jetzt dann rechtzeitig entdeckt worden wäre, wenn die Stationen nicht mit Corona für Corona reserviert wären, wenn das ganze Krankenhaussystem nicht durcheinander gewesen wäre, wie viele Menschen hätten an der Stelle gerettet werden können und wie viele sind deswegen gestorben. Da brauche ich noch gar nicht zu den höchst umstrittenen Impfnebenfolgen gehen, sondern ich brauche einfach nur zu ganz normal in die Medizin reingehen und sofort merkt man, dass da Probleme entstanden sind. Von den ganzen psychosozialen Problemen kann man überhaupt nicht reden. Das ist so ein weites Feld, ja, so ein Feld von Folgen, die das Ganze haben wird und schon hat für die gesamte Gesellschaft, dass man, das kann man nur ausblenden, da kommt man zu weit. Ja, also lieber Ethikrat, schön, dass ihr das jetzt bringt in einer abgeflauten Situation, aber wenn jetzt der Sturm wieder kräftig weht, dann würde ich mir wünschen, dass man von euch dann auch klare Positionen hört und insbesondere, wenn es um die Schwachen der Gesellschaft geht, Kinder, Alte, Kranke, dann ist der Ethikrat gefragt. Und dann muss er sich aber auch mit klaren Positionen zu Wort melden. Die Politik kann dann immer noch entscheiden, macht es ja sowieso. Die hört ja auch nicht, was wir Leute, die sich mit Recht beschäftigen, was wir denen sagen. Das interessiert die ja auch nicht. Die können immer noch ihr Ding machen. Aber wir, also die jeweils mit der Situation beschäftigt, die müssen eine klare Position machen und keine Rumeierei.